Herzlich willkommen zu einer weiteren macOS-Folge auf meinem Kanal. Ich habe in den letzten Folgen schon angekündigt, dass ich meinen Mac gerne mit meinem 4K-Monitor verbinden möchte und das werde ich in der heutigen Folge als allererstes tun. Da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Man klickt hier auf dieses AirPlay-Symbol und dann hat man die Möglichkeit, hier per AirPlay den Monitor des Macs auf den 4K-Monitor, den man gerne benutzen möchte. In meinem Fall ist das ein Fernseher zu streamen, vorausgesetzt, beide Geräte befinden sich im gleichen WLAN-Netzwerk. Das funktioniert gut. Ich habe das schon ausprobiert. Ich spare mir das jetzt aber, weil ich mit Hilfe meines Adapters, den ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe, ein HDMI-Kabel an Fernseher und Mac angeschlossen habe. Dadurch läuft das Ganze stabiler und ich mache jetzt mal meinen Fernseher an und dadurch ändert sich hier was. Ihr seht das. Jetzt kann ich das Ganze hier nämlich synchronisieren, beziehungsweise es wurde schon synchronisiert, deswegen ist auch meine Taskbar verschwunden. Ich schalte mal kurz auf die Kamera um. Das ist der Adapter, von dem ich gerade gesprochen habe, mit samt dem angeschlossenen HDMI-Kabel. Das andere Ende ist natürlich am Fernseher. Das sieht so aus. Da ist außerdem noch der Windows-PC angeschlossen. Das tut jetzt aber eigentlich nichts zur Sache. Und dann haben wir hier jetzt das Monitor-Setup. Ihr seht den Mac im Vordergrund und im Hintergrund seht ihr den Fernseher mitsamt der Mac-Taskleiste. Und das funktioniert erstaunlich gut und ist vor allem praktisch bei Videobearbeitung oder beim Bilder optimieren beispielsweise. Und sobald ihr das synchronisiert habt, erscheint in eurer Taskbar bzw. in eurer Touchbar, so heißt das, diese Auswahl. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Bildschirme zu synchronisieren, das heißt, sie zeigen beide das gleiche an. Oder ihr könnt euren Schreibtisch erweitern, das habe ich gemacht. Und wenn ihr dann mit dem Mauszeiger, mit dem Touchzeiger in dem Fall, nach links fahrt, dann taucht er hier auf dem 4K-Bildschirm auf. Und wenn ihr wieder zurückfahrt, dann ist der Zeiger auf der erweiterten Arbeitsfläche. Das gleiche könnt ihr nicht nur über die Touchbar machen, sondern auch hier übers Menü. Zudem kann man in den Systemeinstellungen für Monitore dann auch noch Farbprofile anlegen etc. Und das hier ist ganz wichtig, anordnen. Ich habe euch gerade gesagt, wenn ich den Bereich des Mac-Monitors verlasse, dann komme ich auf den Fernseher, das ist in meinem Fall so, weil ich die Position entsprechend angeordnet habe. Kann natürlich auch sein, dass euer Mac links steht und euer Monitor rechts. Dann empfiehlt es sich, das hier entsprechend abzuändern. So, die nächste Funktion, die ich euch zeigen möchte, das ist die Sidecar-Funktion. Die wird hier im App Store auch ganz gut beschrieben. Und zwar kann der Mac nämlich mit dem iPad zusammenarbeiten. Es gibt spezielle für Sidecar optimierte Apps, mit denen ich das volle Potenzial ausschöpfen kann. Also da kann man dann beispielsweise was zeichnen damit auf dem iPad und das dann auf dem Mac abspeichern. Nur mal so als Beispiel. Und das wird von ganz vielen Apps wird das unterstützt. Unter anderem Adobe Lightroom, Final Cut Pro, die Apple-eigenen Programme natürlich wie GarageBand und so weiter und so fort. Und da will ich euch auch mal kurz zeigen, wie das geht. Ich habe das im Moment schon aktiv. So sieht das hier normalerweise aus, beziehungsweise ich glaube, ihr könnt die Menübar von macOS gar nicht sehen, aber ihr seht das Menü an sich und hier taucht mein iPad auf. Das taucht hier aber nur auf, wenn Bluetooth aktiviert ist, sonst taucht das nämlich nicht auf. Nur mal so nebenbei bemerkt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, taucht es auf und dann klicke ich das einfach an und dann blinkt der Mac kurz. Jetzt habe ich auf dem iPad genau das gleiche Bild wie auf dem Mac. Das heißt, das wird synchronisiert. Das kann man ebenfalls hier einstellen. Man kann das Ganze eben synchronisiert darstellen, so dass auf dem iPad genau das angezeigt wird, was auf dem Mac angezeigt wird. Oder wir können das Ganze auch als separates Display nutzen.
Dann verschwindet hier die Touchbar. Ich komme auf mein iPad auf genau die gleiche Art und Weise wie vorhin mit dem Samsung TV demonstriert. Das heißt, ich fahre einfach nach links. Öffne hier jetzt mal das Programm Vivaldi. Das Programm habe ich mir vorhin schon aufs iPad gezogen. Ich habe das Fenster aufs iPad verlagert und hier können wir den Vivaldi-Browser jetzt auch steuern, indem wir mit dem Touchpad quasi etwas auf dem iPad anklicken und ihr seht, das funktioniert. Über das AirPlay-Menü hier oben findet man dann noch spezielle Sidecar-Einstellungen. Die kann man auch über die Systemsteuerung finden und da kann man eben angeben, ob die Seitenleiste, die Touchbar angezeigt wird und generell, wie sich das Ganze hier verhält. Ich habe jetzt gerade die Verbindung nochmal hergestellt zum iPad. Jetzt habe ich Vivaldi auf dem Desktop und wenn ich jetzt hier oben auf Fenster auf iPad bewegen klicke, dann habe ich den Vivaldi auf dem iPad. Und dort kann ich den als zweiten Monitor nutzen, während ich am Hauptmonitor halt irgendwas anderes mache. Also, das ist der Vorteil. Eins wollte ich noch anmerken. Der Mac wird sehr heiß, während ein großer Monitor oder ein anderer Bildschirm angeschlossen ist. Ansonsten bringt das natürlich nur Vorteile. Man kann zum Beispiel 4K-Videos auf YouTube schauen, was mit dem normalen Display vom Mac natürlich nicht geht. So, kommen wir zu guter Letzt noch zum Thema Sicherheit. Ich habe meinen Mac jetzt ungefähr seit 4 Monaten, möchte ich behaupten, so seit November etwa letzten Jahres. Also sogar schon fast 5 Monate. Bin relativ zufrieden damit. Ich habe noch nie hier einen Virenscanner laufen lassen. Das ist aber genau das, was ich jetzt mal machen möchte, beziehungsweise ich möchte mal schauen, wie viel Müll sich so auf meinem Rechner befindet und ich lade mir jetzt mal ein entsprechendes Programm runter und zwar gehe ich da mal in den App Store und dort lasse ich mir mal die Charts anzeigen. App und Spielecharts gratis und auf Platz 23 finden wir die Software Clean My Mac X und die will ich jetzt mal ausprobieren tatsächlich. App wird installiert. Jetzt öffne ich das Ganze. Ja, ich erlaube mal hier die Mitteilungen. Datenschutz, Richtlinie und Nutzungsbedingungen. Ersteres beziehungsweise letzteres möchte ich nicht teilen. Um die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen komme ich wohl nicht drum rum. Ja, das scheint mir auch so ein Multi-System-Tool zu sein, so ähnlich wie C-Cleaner. Hier können wir auch Programme deinstallieren und Erweiterungen, Geschwindigkeit optimieren, Datenschutz, Malware-Entfernung. Und das ist das Interessante, da bin ich jetzt mal gespannt. Scannen. Bitte benutzen Sie den Zugriff auf Ihr Benutzerverzeichnis, um fortzufahren bzw. erlauben. Zugriff auf Downloads, Schreibtisch, Dokumente, Erinnerungen und jetzt fängt das hier endlich an. Scan-Vorgang abgeschlossen, nichts gefunden, finde ich ziemlich gut. So, Thema Geschwindigkeit, Optimierung, mal gucken, was mir hier angeboten wird. Startagenten, kleine Hilfsprogramme von anderen Software. Produkten. Tatsächlich hatte ich ja den Epic Store mal installiert. Der ist, glaube ich, schon lange wieder entfernt. Startagenten. Also ich entferne zum einen mal den Epic Games Launcher. Chatdaten, Daten über das Surfverhalten, Papierkörbe. Ist relativ uninteressant. Das kann ich auch manuell machen. Mail-Anhänge. Nichts gefunden. Systemreste. Scan-Vorgang abgeschlossen. Catch-Dateien, Dokumentversionen, Benutzerprotokolldateien, Xcode-Datenmüll. Diese Elemente kann man auch noch genauer prüfen. Catch, Catch, Catch. Macht sicherlich Sinn, das hier mal kurz durchzuschauen, bevor man auf Bereinigen klickt. Passt schon, ich riskiere es.
Ah, und hier gibt es jetzt ein 500 MB Testlimit. Das heißt, mehr Catch kann ich nicht löschen im Moment. Müsste jetzt ein Jahresabo abschließen. Das ist gut, dass wir da auch gleich darauf hingewiesen werden. Nichts ist umsonst im App Store, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein bisschen Müll entfernt, augenscheinlich. Und wir wissen, dass wir keine Malware auf dem Rechner haben. Und das ist doch schon mal was wert. Wenn ihr bessere Programme in dieser Art kennt, dann hinterlasst mir da gerne mal einen entsprechenden Kommentar. Ich lasse das mal noch ein paar Tage drauf und werde es dann bei Gelegenheit nochmal durchlaufen lassen. Das war's von meiner Seite her. Ich hoffe, das war für euch eine halbwegs interessante macOS-Folge. Hinterlasst mir einen Like oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Thank you.